So, hallo, die Testaufnahme war synchron und erfolgreich und es gibt, ja, man kann sagen, gute Neuigkeiten. Ich habe wieder besseres Internet dank Kabelinternet. Da wurde heute ein Kabel verlegt und jetzt kommt hier tatsächlich 50 Megabit an. Es könnte sogar mehr sein, ich habe jetzt aber eine 50 Megabit einen Vertrag, ne, und das reicht auch vollkommen aus. Ich fange jetzt hier nicht an irgendwie mega den Vertrag zu machen, mit was weiß ich, bis zu 1000 scheint es zu gehen. Gehst jetzt halt ganz normal übers Kabel und übers Kabelnetz ist ja praktisch sogar alles verbunden. Nur die Wohnung war halt noch nicht angeschlossen. Ja. Ist aber jetzt nicht weiter relevant. Das heißt aber für mich, ich könnte mal gucken, ne, ob wir hier jetzt nicht auch ganz normal gegeneinander spielen können. Und das heißt wiederum für mich, ich muss enorm aufpassen, hier jetzt nicht gleich loszuragen. Ich meine, vernetztes Spielen garantiert halt leider Salz, ja? Aber an mir dürfte es jetzt theoretisch nicht mehr liegen, dass es nicht geht. Ja, dass schlechte Verbindung es ist. Dürfte jetzt eigentlich, wenn die anderen auch eine gute Verbindung haben, dürfte ich eigentlich nicht das Problem sein. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Also wenn es jetzt gleich laggt, hoffe ich, dass es nicht ich bin. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, das sieht doch erstmal gut aus. Das heißt doch schon mal, dass es an mir nicht liegen kann, wenn es laggt. Hervorragend. Der blaue Toad ist erstmal komplett lost. Okay, die Frage ist, brauchen wir die Münzen? Ich sammle sie mal. Oh, wait. Das ist ja komplett dämlich. Natürlich brauchen wir die nicht. Oh, doch, wir brauchen die. Aber man muss die über die. Oh, man muss die über die Blume sammeln. Außerdem gibt es eine Zielbedingung, nämlich 35. Okay, aber die sind schon eingesammelt. Habe ich die jetzt praktisch noch? Gedanklich? Wahrscheinlich ja. Also irgendjemand wird dann die Zielbedingung haben. Ja, I see, I see, I see. So, wer krallt sich hier die Münzen? Irgendjemand hat den Schlüssel. Ah, er hat den Schlüssel. Jetzt haut er ab. Na klar. Aber wir haben noch nicht die Zielbedingung. Irgendjemand hat noch. Die hab ich jetzt wiederum. Ich habe die Zielbedingung, er hat den Schlüssel. Jetzt ist es natürlich witzig. Jetzt habe ich alles. Ich bin bekloppt. Yay! Okay. Aber so also Level mit Zielbedingungen und na, das ist nein. Möchte ich im Multiplayer nicht sehen, deswegen Buu. Na, man gibt ja hier nur Buu bezogen auf ob das Level im Multiplayer kommen kann oder nicht. Das finde ich nicht gut als Multiplayer-Level. Bin ich ganz ehrlich. So Kämpfe um. Wo es dann am Ende nur darum geht, wer hüpft jetzt wem auf den Kopf und alles andere davor ist irrelevant. Nein, das ist kein schöner Multiplayer. Ich meine, schön, dass ich gewonnen habe, aber das ist kein schöner Multiplayer. Aber es geht! Yes! Es geht einfach. Karma. Ne? Ist ja nicht meine Schuld. Das ist ja Nintendos Netzwerk. Wir haben ja gerade gesehen, es kann komplett flüssig sein. Also an mir liegt es nicht, wenn es nicht geht. Sehr gut. Hervorragend. Hervorragend. Okay, cool. Wir können hier Multi spielen. Das heißt aber auch, ich kann hier jetzt wieder mehr Internet-Krams machen. Ich kann wieder Fortnite. Nein, um Gottes Willen. Echt nicht. Die Fortnite-Zeit war lustig, aber man muss es nicht. Oh, Multiplayer-Marathon. Das klingt voll gut. Ich hoffe, das ist auch gut. Bitte sei gut. Bitte sei gut. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das ist auf jeden Fall schon mal durchdacht. Ja? Es kann immer nur einer pro Feld rein und es können alle starten gleichzeitig und danach kommt es wirklich darauf an, wer ist am schnellsten.
Das sollte wirklich eine coole Sache sein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich feiere das. Das ist sehr gut. Das ist, so stelle ich mir Multi vor. Das ist Multi. Genau das sollte Multi sein, ne? Hier kommt jetzt wirklich drauf an. Oh boy. Hier kommt jetzt wirklich. Hier kommt jetzt wirklich drauf an, wer ist gut und wer ist ein Conan. Ja, das... Oh no. Oh Gott, das wird ja... Wie geht das denn? Okay, so geht das. Ich wollte gerade sagen. Aber jetzt ist er im Ziel, ne? Nee, es geht weiter. Es geht weiter. Es gibt nicht nur den Weg nach unten, es gibt auch den Weg nach oben. Wo, da kann man jetzt nochmal viel mehr Fehler... Oh mein Gott. Da kann man viel mehr Fehler machen. Hier ist es jetzt auch gar nicht so gut. Ich bin im Moment vorne. Ich bin im Moment vorne. Beim Runterfallen war ich recht weit hinten. Und jetzt hier bin ich aktuell vorne. Ich muss ruhig spielen. Die kommen an dem Wirbel gerade nicht hoch. Den Wirbel habe ich schon hinter mir, aber ich komme jetzt hier nicht hoch. Nein! Jetzt falle ich hier runter. Oh boy. Also ich habe im Moment noch gute Chancen. Ich muss jetzt einfach ruhig bleiben. Der Mario ist der Einzige, der mit mir jetzt hier oben ist. Oh, da kommt man einfach nicht vorbei, ne? Jetzt! Jetzt, komm, lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich nicht wieder runterfallen, nicht wieder runterfallen. Nur hoch. Yes! Das ist nochmal ein richtig guter Vorsprung jetzt. Weil so schnell kommen die jetzt anscheinend nicht hinterher. Nein. Okay, jetzt auf die Wolke. Da, hops! Und hops! Und hier rein! Okay, nice. Das ist jetzt schon mal ein guter Zwischenstand, weil wenn ich runterfalle, lande ich nur auf dem Pilz. Oh boy. Oh boy. Nein! Und da oben ist wieder ein Zwischenstand. Oh, ich muss nur in der Wolke landen. Yes! Oh Gott, wie gut. Nächster Abschnitt. Haben wir's! Haben wir's! Ah, ich muss... Okay, ich hab's noch lange nicht. Jetzt kommen noch solche Sprünge. Jetzt geht's noch seitlich rüber. Das ist ein richtig sickes Multiplayer-Level. Man kann noch eingeholt werden. Also die können mich noch einholen, wenn ich jetzt hier anfange, Fehler zu machen. Nur hoffentlich kann man nicht sterben jetzt noch. Das wäre richtig bitter. Wenn man jetzt hier noch sterben kann, das wäre richtig, richtig bitter. Okay, ich muss die Pflanze erledigen. Dafür muss ich jetzt das hier schaffen. Schön Anlauf nehmen. Und mit Schwung rüber. Und mit Schwung rüber. Nice. Und dann hier das wegmachen. Nochmal. Ich schieß schon mal voraus. Okay, jetzt kommt noch sowas hier. Der Mario ist mit mir im Raum. Der Mario ist mit mir im Raum. Ich kann immer noch verlieren, ne? Vor allem, wenn er jetzt... Oh boy. Nice. Hier drüber. Wo ist er? Das ist jetzt die Frage, ne? Er muss ne... Okay. Jetzt geht's noch um die Geschwindigkeit, den kaputt zu machen. Aber ich bin ja vorne. Also, das kann jetzt ja auch nicht schneller schaffen. Wenn jetzt wirklich jemand noch gleich auf wäre, ja. Nice. Das war eines der besten Multiplayer-Level, was wir je gespielt haben. Es ist lang. Man hat oft die Möglichkeit aufzuholen. Es ist komplett fair. Jeder hat die gleichen Chancen. Das ist die Definition eines Multiplayer-Levels. Wow. Und wer auch immer da jetzt Bu gegeben hat, ich habe gerade gesehen, das Gesamtwertung war Bu. Nee. Das ist großartig gewesen. Das ist einfach nur großartig gewesen. Richtig schönes Level. Holy moly. Richtig schönes Level. Ja, ich bin gerade ein bisschen begeistert gewesen, ne? Boah. Also, hätte ich aber auch gefallen, wenn ich nicht gewonnen hätte, ne? Nicht, dass jetzt jemand sagt, oh ja, weil er gewonnen hat, wird er das Level gut. Nein, das war von Anfang an ein... Och.
Es war von Anfang an ein gutes und tolles Level. Wahnsinn. Es kann nur schlechter werden. Es kann nur schlechter werden. Weil das Problem ist, andere Level, die auch so aufgebaut sind, sind halt manchmal ein bisschen zu kurz. Ne? Das ist dann so ein bisschen fallen, ein bisschen hüpfen und dann ist schon durch. Das ist dann nicht so schön. Hier hat man wirklich ganz lange noch die Möglichkeit, selbst wenn man vorne ist, zurückzufallen. Und die anderen haben aber auch die Möglichkeit aufzuholen. Ja? Das war cool. Das war richtig cool. Super Mario Bros. 3.1.3. Okay, da wurde wohl einfach nachgebaut. Ja, das sieht ziemlich original aus. Und es laggt. Ich bin der blaue Mario. Ja. Das ist natürlich dann der Toad, ne? Wer hüpft als einziger in den Hammer? Ich. Die Sache ist, wenn das 1-3 wirklich einfach nur nachgebaut ist, habe ich so gut wie keine Chance, da jetzt aufzuholen. Weil dann muss man hier einfach durchrennen. Was ich gesagt habe. Ja, das war jetzt zu erwarten. Ist aber damit auf jeden Fall ein Multiplayer-Level, was man so annehmen kann. Vielleicht ein bisschen kurz. Ich hätte ein Mittel geben sollen. Es ist ein bisschen kurz. Es ist ein bisschen kurz. Das muss man zugeben. Es ist ein bisschen kurz. So, was ich in dieser Aufnahmesession, ich kann es gleich mal ankündigen, auch auf jeden Fall machen möchte, ist, dass ich die Level anschauen will, die wir im Super Expert One hatten, von denen ich gesagt habe, ich will die nochmal spielen. Ja, die will ich auf jeden Fall nochmal durchgehen. Ich hoffe, ich finde die noch, aber die müssten ja in den zuletzt gespielten Leveln drin stecken. Insofern müsste das eigentlich funktionieren. Das heißt, ich werde jetzt in diesem Part Multi machen, den mache ich aber nicht zu lange. Aber auch das ist jetzt eigentlich nicht mehr das Problem. Ich kann jetzt wieder schneller hochladen. Ja, also Upload habe ich 5 Megabit und Download habe ich 10, genau, 50. The Toad Town Tunnel Races gegeneinander. Ich bin gespannt. Es könnten wieder so 4 Tunnel sein. Nein, sind es nicht. Okay. Go. Dann goen wir mal. Und segeln erstmal runter. Der muss den auslösen und alle rennen gleichzeitig los. Okay, es teilt sich so ein bisschen auf, das ist cool. Leider gehen alle den gleichen Weg. Das ist nicht so cool. Nice. Nicht so nah, Mist. Ja, ich gehe auch mal hier hoch. Was will er denn mit der Münze? Interessiert doch keinen. Nice! Weil er sich die Münze gegönnt hat, hat er verloren. Der wäre vorne gewesen. Oh mein Gott. Der wäre halt vorne gewesen. Ist eigentlich für Multi ganz cool gewesen, ne? Recht kurz, aber jeder startet an der gleichen Stelle. Klar, man kann so ein bisschen Vor- und Nachteil haben. Und er hat sich eigentlich nur durch die Münze ablenken lassen, wenn wir mal ehrlich sind. Der hätte gewonnen. Also Sieger der Herzen, der blaue Toad, aber ich bin richtiger Sieger. Ah, sehr cool. Das läuft ja gerade unglaublich gut. Ich bin begeistert. Und ich meine nicht nur... Oh, da hat es gerade ein bisschen geleckt. Und ich meine nicht nur... hier Dingens. Moment, leckt die Aufnahme oder leckt mein PC? Ne, die Aufnahme ist flüssig, ne? Ich glaube, mein PC leckt ein bisschen.
Ich habe nämlich gerade auf OBS geguckt. Ich hoffe, die Aufnahme ist flüssig, sonst werde ich hier gleich mal abschließen und mir angucken. Das wäre jetzt ja ärgerlich. Das sieht nämlich gerade nicht so flüssig aus. Allerdings jetzt gerade laggt auch das Level ein bisschen. Oh, Luigi, geh weg! Will das nicht. Okay, die Röhre müssen wir rein. Ab dafür. Oh, das war super knapp. Ja, ich glaube, ich muss da hoch. Tschüss, wer immer den erwischt. Ich glaube, wir wollen... Nein! Ich glaube, wir wollen da hoch, wollte ich sagen. Ah, shit. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber dann werde ich gleich mal den Part beenden. Dann ist er ein bisschen kürzer. Aber das sieht gerade so aus, als ob die Aufnahme ganz schön laggen würde. Das wäre nicht so cool. Das wäre überhaupt nicht cool. Hey, mach das nicht mit mir. Ich glaube aber, das ist nur der Computer, der laggt. Ich hoffe, das ist nicht die Aufnahme. Das sieht aber echt komisch aus. So sah das noch nie aus. Oh oh. Muss ich gleich kontrollieren. Ah, Mist. Jetzt ist natürlich hier kein Goomba mehr, der mir hilft, hochzukommen. Ärgerlich. Ja, jetzt muss ich hier Stück für Stück selber hoch. Und andere sind natürlich schon viel weiter vorne. Krieg ich hier eine Blume? Nee, nur einen weiteren Pilz. Mach dich weg, Luigi. Ja, so habe ich das zwar nicht gemeint, aber... Oh, das war... Nein! Aber es sind alle wieder unten. Es sind alle wieder unten. Hä? Achso, das war er. Er hat aufgegeben. Er will nicht mehr. Okay. Meine Chance. Und bitte lass es nicht so in der Aufnahme lecken, wie ich es jetzt gerade auf OBS sehe. Ich hoffe, das nimmt ordentlich auf. Warum leckt das denn so? Das hat es noch nie gemacht. Oh oh. Oh oh. Jetzt habe ich wieder auf OBS geguckt. I'm sorry, guys. I'm sorry. Ich weiß nicht, was das... ich hoffe echt, das nimmt ordentlich auf, ne? Jetzt habe ich wieder... Jetzt bin ich wieder etwas nervös. Ah, ich muss es mir gleich anschauen. Ich weiß allerdings nicht, woran es liegt, wenn ich es jetzt gleich... Boah, das sieht aus auf OBS. Oh oh. Ich spiele das hier kurz zu Ende und dann gucke ich mir das einmal in der Aufnahme an. Ja, super. Ich kann jetzt nicht ständig zu OBS rüber gucken. Na, genau, dann passiert nämlich sowas hier. Also es tut mir leid, wenn es jetzt sehr krass laggt. Ich habe es registriert. Ich hoffe, man hört mich dann zumindest ordentlich, dass die Stimme nicht auch noch ruckartig aufgenommen wird. Sonst könnte ich den Part halt komplett in die Tonne kloppen. Oh, das wäre so schade. Wir hatten so gute Stellen. Oh, das wäre voll schade. Wir hatten richtig schöne Stellen. Also fand ich jetzt. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Weil die sind wieder alle unten, ne? Und Luigi hat ja aufgegeben. Krass, dass die sich auch so anstellen. So. Aber man wird ja halt, ja, man wird halt echt schnell getroffen. Hier, mein Gott. Okay, da ist bestimmt wieder ein Pilz drin. Ich hätte ihn jetzt in Richtung Mario schicken können, aber... Wollte ich jetzt dann auch nicht. Vorsichtig da oben. Ich muss bestimmt in die Richtung hoch. Oder ist da... Nee, da ist nur Dings. Dann schicke ich den jetzt in Richtung Mario. Keine Ahnung, ob der trifft. Da ist eine Röhre. Gehen wir durch. Okay, jetzt weiß ich halt nicht. Geht's nach unten? Oder muss ich nach drüben? Okay, es geht nach unten. Alter. Nice.
Und er hat es auch noch geschafft. Cool. Ist es jetzt ein gutes Multilevel? Eigentlich schon. Ich sehe nichts, was das schlecht macht. Man hat wirklich immer die Möglichkeit und man kann gut spielen. Doch, finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. So, muss jetzt aber den Part beenden und gucken und hoffen, dass es nicht zu sehr geleckt hat. Oh je. Oh je, oh je. Da ist ein Teil meiner Euphorie gleich wieder weg. Trotzdem, das Spielen war super. Das Spielen war super. Ich hoffe inständig, dass das jetzt auch flüssig aufgenommen hat. Also dann, danke fürs Zuschauen, falls ihr das hoffentlich angucken konntet. Und tschüss.